Wir schreiben das Jahr 2023. Es ist der letzte Betriebstag des oberirdischen Bahnhofsteils des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Und heute wollen wir einfach einmal testen, wie es denn so ist mit der Kapazität des neuen Bahnhofs, der sich hier unter dem Stuttgarter Hauptbahnhof befindet. Ein neuer achtgleisiger Durchgangsbahnhof, der wahrscheinlich deutschlandweit und vielleicht sogar darüber hinaus bekannt ist unter dem Projektnamen Stuttgart 21. Das ist das Ziel des heutigen Videos. Zum einen möchte ich euch hier erstmal so kurz den Verkehr des oberirdischen Bahnhofs zeigen und danach werden wir dann den unterirdischen Bahnhof in Betrieb nehmen, um mal zu schauen, ob der denn tatsächlich hält, was er verspricht und die Kapazität der Züge, die nötig ist, auch aufnehmen kann. Und ja, ich bin selbst gespannt auf das Ergebnis. Und was ich noch dazu sagen möchte, ja, es handelt sich hierbei um eine Eisenbahnsimulation, um genauer zu sein, um das Spiel Transport Fever. Ich denke allerdings, dass es zumindest ein Stück weit zeigen kann, ob diese Realität, also ob die Kapazität letzten Endes erbracht werden kann oder nicht. Natürlich ist es kein repräsentativer Test. Es wird sich dann letzten Endes in der Realität zeigen. Aber ich denke, so einen kleinen Hinweis geben auf das, was kommt, wird es schon. Ja, und ihr seht, ich habe das Ganze probiert, möglichst realistisch aufzubauen. Allerdings, naja, es handelt sich um einen Simulator. Damit ist es natürlich nicht möglich, alles 100% realistisch zu machen. Zum Beispiel kann ich hier keine exakten Fahrzeiten eben einrichten, sondern nur Takte. Und ich kann jetzt auch nicht die Gleisanzahl variieren lassen, je nachdem, wo gerade frei ist. Ja. Wie das in der Realität ist, sondern ich muss den Zügen ein festes Gleis zuweisen. Also halt den Zügen von einer Linie. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Linie Regionalexpress Stuttgart-Ulm nehme, ja, den ich hier jetzt mal so in etwa im Stundentakt eingerichtet habe, dann wird der immer exakt auf diesem Gleis hier halten. Ja, und auch wenn dieses Gleis belegt sein sollte, aus welchem Grund auch immer, er wird probieren, auf dieses Gleis draufzufahren und es gibt auch keine Möglichkeit, den auf ein anderes Gleis letzten Endes zu legen. Genauso ist der oberirdische Bahnhof hier jetzt nur mit 12 Gleisen bebaut. Zum einen brauche ich nicht mehr Gleise für das, was ich hier simuliere. Zum anderen hatte ich jetzt hier im Spiel auch keinen passenden Bahnhof, wo ich zum einen 16-gleisigen oberirdischen Bahnhof und dann halt noch einen 8-gleisigen unterirdischen Bahnhof hätte bauen können. Der unterirdische Bahnhof sollte aber weitestgehend von den Gleisanlagen her so sein, wie dann auch letzten Endes der endgültige unterirdische Bahnhof ist. Zum einen hier eben mit den Strecken in Richtung Bietigheim, Ludwigsburg, Bad Cannstatt auch inklusive Bahnhof. Und ja, ich habe ihn verkleinert auf die Betriebsanlagen, die mir eigentlich jetzt hier so für diesen Betrieb nötig erscheinen. Ja, und gut, ich meine, vielleicht ist er etwas unterdimensioniert. Ihr seht es, hier staut sich's auch ein bisschen. Und ich denke mal, das wird auch einer der Gründe sein, warum man sagt, hey, wir wollen einen neuen Bahnhof. Genau. Dann haben wir hier eben die verschiedenen Strecken in Richtung Waiblingen, dann in Richtung Vilstal, also Esslingen, Ploching und so weiter. Hier sieht man schon den neuen Tunnel zum Flughafen. Ja, der Flughafen ist hier nur aus Dekogründen. Genau, und weiter dann eben zur Schnellfahrstrecke nach Wendlingen. Genauso führt hier dann die Bahnstrecke runter in Richtung Reutlingen vorbei. Und hier ist auch noch die Gäubahn mit simuliert, inklusive Anbindung. Auch wenn ich hier am Flughafen Bahnhof beides jetzt in eine Station zusammengefasst habe. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Genau. Wie ihr seht, hier der oberirdische Bahnhof. Also ich kann mal kurz hier die verschiedenen Linien so zeigen. Wir haben hier ein Gleis für die Gäubahn zum Rein- und Rausfahren, zwei Gleise für die Bahnstrecke in Richtung Ludwigsburg und zwei Gleise für die Bahnstrecke in Richtung Bad Cannstatt. Ja, insbesondere hier auf der Strecke Richtung Bad Cannstatt wird es eng. Ja, also wir sind hier tatsächlich an der Kapazitätsgrenze angelangt. Die Frage ist, wie weit wird das Ganze dann letzten Endes mit dem Tiefbahnhof
verbessern können, ja, und ihr seht es hier, der muss jetzt halt kurz auf die Rausfahrt warten, aber im realen Kopfbahnhof kann man das Ganze dann ja durch entsprechende Abfahrtszeiten regeln. Also es läuft zwar teilweise zähflüssig, man hat jetzt hier auch nicht die wahnsinnigen Geschwindigkeiten, aber ihr seht, es entsteht soweit eigentlich kein größerer Stau. Die Regios können möglichst rein- und rausfahren. Genau. Und auch wenn dann nachher mal ein Fernverkehrszug kommt, das sollte demnächst auch der Fall sein. Ja, jetzt kommt hier gerade eine Nachricht wegen neuer Züge. Das liegt halt am Spiel. Ist für unseren Test jetzt nicht weiter relevant. Ja, kommt da vorne? Nee, das ist auch nur ein Regio. Wo sind denn die Fernverkehrszüge gerade abgeblieben? Ah ja, da kommt doch ein Intercity angefahren. Hier in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof. Genau, der fährt jetzt hier in Bad Cannstatt auch durch. Ich habe jetzt auch die Gleise in Bad Cannstatt so gelassen, dass die da nicht zu schnell durchfahren. Um das Ganze eben möglichst realistisch zu halten. Genau. Und wie ihr seht, es, ja, an manchen Stellen müssen die Züge halt kurz warten, aber es ist jetzt weder was Längeres dabei, noch, ja, stehen die sich hier großartig im Weg rum. Genau. Wie gesagt, meistens sind es auch die rausfahrenden Züge. Rein geht's da noch besser und bei rausfahrenden Zügen könnte man es ja vom Fahrplan her so regeln, dass die sich nicht in die Quere kommen. Genau. Von dem her, mein Fazit zum oberirdischen Bahnhof. Er läuft, wenn auch nur langsam und teilweise halt mit so ein, zwei Minütchen Wartezeit. Also gut, hier in-game sind es jetzt nur, ja, 20 Sekunden vielleicht. Genau. Falls ihr noch mehr sehen wollt, kann ich da auch nochmal was machen. Ansonsten würde ich sagen, baue ich jetzt hier die verschiedenen Linien um. Ich zeige jetzt nochmal kurz, was für Linien ich hier drin habe. Einmal Intercity auf der Gäubahn, dann Intercity Ulm Richtung Heidelberg, also auf der Hauptstrecke, auch noch den Intercity, der von Pforzheim aus, also Karlsruhe kommt, in Richtung Schorndorf, Aalen weiterfährt, Nürnberg. Dann auch die ICE-Hauptstrecke Ulm-Mannheim. Den Interregio-Express, der in Richtung Reutlingen und von dort aus dann weiter normalerweise Richtung Sigmaringen verkehren würde. Oder Albstadt-Ebing ist, glaube ich. Dann die Regionalexpresszüge in Richtung Karlsruhe, Rottweil-Freudenstadt, also auch wieder Gäubahn. Dann Richtung Ulm, also auf der aktuellen Vilstalbahn. In Richtung Schorndorf und Backnang fahren ebenfalls welche. Genau, und dann eben auch noch Regionalexpresszüge und Regionalbahn in Richtung Heilbronn. Sowie auch nochmal auf der Bahnstrecke in Richtung Tübingen und Reutlingen. Genau. Dann würde ich sagen, gibt es jetzt einen kleinen Zeitraffer, bei dem ihr sehen könnt, wie ich den unterirdischen Bahnhof letzten Endes in Betrieb nehme. Ich probiere auch die Gleise möglichst so zu nutzen, dass es letzten Endes möglichst sinnvolle und wenig blockierende Verbindungen unten geben wird. Ich meine, der Bahnhof ist ja nicht umsonst viergleisig. Das heißt, Züge, die von hier auf den äußeren Gleisen kommen, wäre natürlich praktisch, wenn man die auch wieder hier auf die äußeren kriegt. Genauso hier die inneren, insbesondere für die Fernverkehrszüge. Genauso probiere ich auch die Takte weitestgehend einzuhalten. Ich hoffe, es gelingt mir. Und ansonsten würde ich sagen, gibt es jetzt einen kleinen Cut. Beziehungsweise einen Zeitraffer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auf der Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm. Wir befinden uns gerade an Bord eines ICE von Ulm in Richtung Mannheim und ja, da hinten sieht man auch schon den Flughafen. Und ich habe mir gedacht, ich steige einfach mal ein hier in dieses Video, indem ich mal ja, mich an Bord eines ICEs begebe und wir von dort aus dann einfach mal schauen, wie der neue Bahnknoten Stuttgart 21 so funktioniert. Und ihr habt es gerade gesehen, wir mussten bremsen, weil, naja, da war so ein Regionalexpress aus Richtung Tübingen und der hat leider unsere Fahrstrecke gekreuzt. Ja, da vorne sieht man ihn so ein bisschen. Ja, und
Aufgrund dessen mussten wir jetzt halt leider etwas abbremsen. Aber nun gut, kann ja vorkommen. Spannend wird es dann, wie es nachher am Bahnknotenpunkt aussieht. Weil ich meine, wenn es jetzt nur ein Problem ist, dann kriegt man das ja auch noch problemlos so irgendwie gelöst. Wobei ich vermute, dass der Intercity nachher auch noch warten muss, bis wir vorbei sind. Ja, das ist nochmal eine andere Sache. Genau. Ja, wir fahren jetzt aber erstmal im Tunnel in Richtung Stuttgart. Ja, und dort wird es dann auch wieder spannend, ob der neue Bahnknoten so funktioniert oder nicht. So, jetzt merkt es gerade kurz, aber war anscheinend nur ein kurzer Autosave. Ja, und dann werden wir vermutlich auch gleich in Stuttgart sein. Ihr seht es, wir bremsen jetzt gerade schon und ja, da fährt auch gerade unser Gegenzug raus. Ist auch schön. Und ja, anscheinend haben wir gerade freie Fahrt in den Bahnhof rein. Ja, da fährt auch gerade nochmal direkt ein anderer Zug raus. Also was jetzt diese Einfahrt hier angeht, die hat ja soweit relativ problemlos geklappt. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze von außen noch ein bisschen an. Ja, ich weiß, es ist etwas schwer in die Tunnel reinzuschauen, aber ein bisschen was sieht man doch. Insbesondere, wenn man hier jetzt kurz das Gleisbauding in der Hand hält. Und ja, aus Richtung Flughafen scheint das Ganze sogar relativ gut zu funktionieren. Aber wenn wir mal hier rüber schauen, ja, hier wartet ein Zug, da unten fährt gerade einer rein, hier ist der nächste. Okay, die fahren gerade, aber ich denke mal, der wird jetzt auch anhalten müssen, oder? Kurz mal abwarten, ja, der hält. Da ist halt das Problem, dass sich hier im einfahrenden Bereich die Züge kreuzen. Ich weiß nicht, kommt da noch mehr, oder? Ja, hier hinten kommt direkt schon der nächste Zug. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht unbedingt optimal, was, also wie die hier fahren. Ja, der darf jetzt auch warten. ja, ich vermute einfach mal, dass es den Hintergrund hat, dass sich die verschiedenen Linien hier im Bahnhofsbereich kreuzen. Das hatten wir ja auch hier oben. Da hatten wir ja auch recht viele Linien, die Richtung Bad Cannstatt rausfuhren. Die Seite hier ist jetzt relativ ruhig. Dafür halt hier hinten haben wir jetzt mehrere Kreuzungen. Und wenn wir einfach mal vergleichen, alter Bahnhof versus neuer Bahnhof, hier haben wir im Prinzip 5 Gleise, über die die Züge kommen. Ja, beziehungsweise 3 Gleise, über die sie kommen und 3 Gleise, über die sie wieder rausfahren. Und dieses eine Gleis hier wird halt in beide Richtungen benutzt. Letzten Endes. Und hier im alten Bahnhof hat es halt einen Vorteil, dass sich die Gleise hier nicht wirklich kreuzen, abgesehen halt von denen, die sich sowieso kreuzen, sowie dann hier auch nochmal von den durchgehenden Fernzuggleisen. Ja. Und hier im Einfahrtsbereich, da kreuzen sich halt zumindest manche Relationen. Dafür haben wir halt 4 Gleise, die rein und 4, die rausgehen, also auf jeden Fall mehr. Das Problem ist halt, wenn jetzt ein Zug von hier kommt und dann anschließend auf der Neubaustrecke weiterfahren möchte, dann blockiert er halt beide Einfahrgleise, weil er halt hier rüber wechselt. Und ich denke mal, dass das das Problem ist, weshalb es hier eben dann doch nochmal zu Staus kommt. Ja, also das, ja, ihr seht das ja auch, hier haben wir eigentlich dauerhaft irgendwelche Züge stehen, die drauf warten, reinzukommen. Und insofern würde ich sagen, ja, von der Gleiskapazität her würde es wahrscheinlich sogar noch reichen, aber die Anzahl der Zufahrtsgleise, auch wenn sie größer ist, sie kreuzen sich halt im Gegensatz zum alten Bahnhof und da denke ich, könnte man den alten Bahnhof dann doch gut genug erweitern, um das Ganze, ja, entsprechend hinzubekommen und die Ein- und Ausfahrten noch leistungsfähiger zu gestalten. Und an der Gleisanzahl scheitert es ja sowieso nicht. Gut, das wäre es dann auch gewesen von meinem Test von Stuttgart 21. Ich hoffe, ja,
dass ihr zumindest etwas mitnehmen konntet, dass er nicht zu unrealistisch war. Wobei ich denke, dieses Programm hier, das, also abgesehen natürlich von den architektonischen Details, ja, also ich meine, Stuttgart ist jetzt niemals so klein und auch der Kopfbahnhof ist in Wirklichkeit größer, aber ich würde sagen, wenn es selbst mit 12 Gleisen funktioniert, wie soll das dann erst mit 16 Gleisen funktionieren? Ja, also das widerspricht sich ja nicht. Gut, wie gesagt, das wär's von mir. Ich wünsche euch allen ja, viel Spaß, wenn wir dann in einigen Jahren hier den unterirdischen Bahnhof benutzen und ansonsten schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Bis dann und ciao. Ach ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wäre es natürlich super, wenn ihr dieses Video auch weiterempfehlen könntet oder auch meinen Kanal abonnieren. Und ansonsten findet ihr auf der linken Seite für alle diejenigen, die sich noch weiter mit dem Spiel beschäftigen wollen, mein Let's Play dazu und auf der rechten Seite mein neuestes Video. Bis dahin, viel Spaß und ciao.